Ich begrüße euch sehr herzlich heute aus der Praxis von Dr. Markus Johannes Handel. Hallo lieber Markus. Hallo. Hallo. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Du bist Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie und stammst aus einer Ärztefamilie. Du bist Chirurg in dritter Generation. Dein Vater und auch dein Großvater waren Chirurgen. Ist das damit automatisch für dich sozusagen in die Wiege gelegt gewesen, dass auch du Chirurg wirst? Oder warum hast du dich dafür entschieden? Ja, ich glaube, das war eigentlich bei mir nie die Frage. Das hat sich wirklich, war das vorprogrammiert. Ich habe mir da nicht groß die Gedanken drüber machen müssen, was ich mal werden will, weil das bei uns in der Familie einfach Usus war. Ja, da war man Arzt und da ist man Chirurg geworden und ich bin auch sehr froh, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Ich habe mich dann im Laufe der Ausbildung ein bisschen verändert im Gegensatz zu meinem Vater. Du hast eine sehr, sehr bemerkenswerte internationale Ausbildung in den USA, der Schweiz und in Deutschland absolviert. Ja, genau. Ich war fast 5 Jahre im Ausland unterwegs. War sehr interessant und auch eine sehr prägende Zeit. Und da habe ich eben den Kontakt zur plastischen Chirurgie bekommen und habe mir dann gedacht, ich habe zuerst die Ausbildung zum Allgemeinchirurgen wie mein Vater angefangen, aber habe dann für mich eigentlich erkennen müssen, dass die Allgemeinchirurgie toll ist, aber es ist ein sehr forderndes Fach, wenn man so will. Fordernd auf mehreren Ebenen, fordernd. Es ist eine sehr körperlich anstrengende Arbeit, aber es ist auch eine sehr psychisch und emotional belastende Arbeit. Und ich habe dann im Laufe der Ausbildung für mich eigentlich erkennen müssen, ich weiß nicht, ob ich mein ganzes Leben lang mit schwerstkranken und sterbenden Patienten, ob das für mich das Richtige ist. Und auch wenn das jetzt ein bisschen lustig klingt, für mich war das dann irgendwie ein Ausstieg in die plastische Chirurgie, weil man da eigentlich mehr die Erfolgserlebnisse hat. Dieses Wiederherstellen, das Reparieren, da hat man die Erfolgserlebnisse, die einen dann auch viel zufriedener machen persönlich. Und jeder Arzt nimmt die Arbeit, wenn man so will, mit nach Hause, aber dann nimmt man halt nicht die Sorgen mit nach Hause. Und das war dann für mich eigentlich der Grund, dass ich dann gesagt habe, okay, Allgemeinchirurgie wäre sicherlich toll. Ich hätte die Praxis von meinem Vater übernehmen können. Aber für mich persönlich habe ich mich dann entschieden, es wird doch was anderes. Jetzt ist der Einstieg in die ästhetische Chirurgie ja kein einfacher, denke ich mir, weil es ja auch viele Mitbewerber gibt. Ja? Also das ist ein Zweig in der Medizin, der so schnell wie kein anderer gewachsen ist, sage ich jetzt mal. Ist es da wichtig, sich von Anfang an auf etwas zu spezialisieren zum Beispiel? Also ich frage dich deshalb, weil hier viele Brustimplantate liegen und du ja auch als Brustspezialist giltst. Also Spezialisierung ist, glaube ich, in jeder medizinischen Fachrichtung extrem wichtig, ja, weil dieses Allgemeinkönnen, das ist vor ein paar Generationen noch Usus gewesen, ja, da haben die Chirurgen auch Narkose noch gemacht früher, diese Zeiten sind meines Erachtens vorbei, weil man will zu dem Experten gehen, der die Behandlung wirklich tagtäglich, wenn man so will, durchführt und der sich auf einem Gebiet wirklich auch weiterentwickelt hat und die Routine hat. Mit der Routine kommt einfach auch mehr Erfahrung, es ist mehr Expertise da und die Ergebnisse werden besser, besser und besser, was man sich gar nicht so vorstellen könnte. Also Spezialisierung ist meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiges Thema. Darum sind wir auch hier in einem Team quasi, wo wir jetzt 4 Chirurgen sind, wo jeder so seinen Schwerpunkt hat. Und es fällt dadurch auch weg, dieses, ich muss alles machen, ich bin der Beste für alles. Da hat jeder so seinen Schwerpunkt und das ist gut so. Warum Brust? Warum Brust? Weil es einfach ein riesiger Bedarf da ist, offenbar. Es ist sicherlich das Thema Brustchirurgie, wenn man das sieht von der Tumorchirurgie bis hin zur rekonstruktiven Chirurgie, auf Wiederherstellungschirurgie und natürlich ästhetische Chirurgie, ist es ein Riesenfeld. Ja, das stimmt. Und es ist ein Feld mit sehr viel Abwechslung. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich operiere jetzt nur
das Brustimplantat, es ist genauso Bruststraffung, Brustverkleinerung, es ist nach einer Schwangerschaft die Wiederherstellung der Brust, es sind die Tumoroperationen, die interessant sind. Also das ist ein Riesenfeld und da ist sehr viel Abwechslung auch dabei. Jetzt haben wir hier verschiedene Implantate, größere, kleinere. Ich nehme an, darf ich das angreifen? Ja, natürlich. Ja. Weichere, na, sind alle weich. Ja. Wohin geht denn der Trend bei den Implantaten? Bei den Implantaten? Weil manche schauen hier also ganz regelmäßig aus und andere so tropfenförmig. Also ich glaube, dass... Erfolgskonzept, wenn man so will, einer ästhetischen Praxis ist, dass man den Patienten sehr viel zuhört. Ja. Mhm. Man muss da sehr individuell auf die Patientinnen eingehen und es geht ja nicht darum, was mir gefällt oder was ich als Schönheitsideal sehe oder es geht auch gar nicht so sehr, was ein Trend ist, sondern es geht darum, was möchte diese Frau für ein Ergebnis haben. Es gibt Trends, ja, es ist wahrscheinlich jetzt wieder ein Trend, der mehr zu einer gewissen Natürlichkeit geht, wobei Natürlichkeit muss man unter Anführungszeichen setzen. Was früher als natürlich galt, ist heute nicht mehr natürlich. Man sieht das allein, wie die Relation ist, tropfenförmige Implantate zu runden Implantaten. Es ist mittlerweile, meine ich, in 70 bis 80 Fällen werden runde Implantate genommen. Also und die Runden gilt, sind die da zum Das Beispiel, ist jetzt ein nicht? Sehr offensives rundes Implantat, richtig. Aber das wäre früher als komplett unnatürlich durchgegangen. Ja, und wird heute, werden flache, runde Implantate als sehr natürlich empfunden. Weil Schönheitsideale sich im Laufe der Zeit ändern, was ja auch ganz normal ist. Aber bei diesen Runden, ist das nicht so, dass sich dann hier abzeichnet, diese Linie und man sieht, das ist ein gemachter Busen? Kann man so... Oder soll man das sehen? Jetzt wird es schon besser, die Frage. Ja. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Und wie gesagt, die Wahrnehmung, was ist natürlich und was ist unnatürlich, das hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Also es kommen tagtäglich Patientinnen, kommen zu mir und sagen, sie möchten eine ganz natürliche Brustform. Und dann zeigen sie mir Bilder, wie sie es gerne hätten. Und das ist alles andere als natürlich, was wir vielleicht als natürlich empfinden würden. Also was natürlich ist und was ist unnatürlich und was ist rund und was ist, das ist wirklich im Auge des Betrachters. Ganz im Auge des Betrachters. Ich stelle dann immer so gerne die Gegenfrage, meistens den Männern, die zur Begleitung kommen, was ist besser, Porsche oder Ferrari? Ja, in Männersprache. Das ist auch ein persönlicher Geschmack. Ja. Das ist sehr schwer objektiv zu beantworten. Aber ein Kriterium ist ja die Sicherheit. Also die ist ja bei allen Implantaten gleich, nehme ich jetzt einmal an. Richtig, ja. Und inwiefern hat sich das verändert? Weil vor, ich weiß nicht, 10 Jahren, 15 Jahren gab es ja noch den Mythos, dass das platzen kann, vielleicht auch im Flugzeug. Also ich kann mich noch erinnern, dass mein Großvater hat schon Brustimplantate operiert. Das waren noch Implantate einer ganz anderen Generation, im wahrsten Sinne des Wortes. Früher, ganz klassisch, waren das, wenn man so will, Plastiksäckchen mit ein bisschen Wasser gefüllt, mit einer Kochsalzlösung. Und ja, da gab es sicherlich die Probleme, wenn das Implantat schadhaft geworden ist, weil die Qualität damals noch eine andere war. Da war mal plötzlich dann ein Implantat geplatzt und dann war das weg. Ja, das ist schon klar. Heutzutage sind die Implantate mit einem Silikongel gefüllt, was auch so eine Art Memory-Effekt hat. Also die Implantate wissen, welche Form sie behalten sollen. Das kann nicht platzen. Es kann platzen, natürlich. Allerdings muss da schon ein Gewaltaufwand stattfinden, der meines Erachtens auf keine normale Brust wirken kann. Also ein Unfall oder ein Unfall, ein Trauma oder ähnliches, dann kann sowas natürlich und auch. Und dann rinnt das Silikon wohin? Nein, eben nicht. Eben nicht. Es kann heutzutage Gott sei Dank rinnen diese Implantate nicht aus. Ist ein Implantat schadhaft, muss man das kontrollieren, dann muss man es natürlich entfernen. Ja. Wie lang hält im Durchschnitt ein Implantat? Wie lange kann das drinnen bleiben? Da gibt es in der Fachliteratur unterschiedliche Angaben. Ja, es gibt immer wieder, wird weiter geforscht. Früher hat man gesagt, naja, nach 10 Jahren muss man wechseln. Heutzutage sagt man, naja, wenn alles in Ordnung ist, die Untersuchungen, Sonographie, Mammographie, alles okay ist, warum wechseln? Ja? Es ist meines Erachtens aber sicherlich ratsam,
regelmäßig Kontrollen zu machen. Und einen Wechsel sollte man schon immer im Hinterkopf behaben. Mhm. Nicht selten. Nach wie vielen Jahren? Oder also Jahrzehnten? Ich würde sagen, diese 10-15-Jahres-Regel sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Mhm. Kann man eigentlich mit Implantat stillen? Also bleibt die Stillfähigkeit erhalten? Da muss man von der Anatomie einmal grundsätzlich im Aufklärungsgespräch den Patientinnen klar machen, was ist die Stillfunktion, wo ist die lokalisiert und wo kommt das Brustimplantat hin. Das heißt, bei einer normal legatis durchgeführten Brustoperation, ich rede jetzt von der Brustvergrößerung mit Implantat, sollte die Stillfähigkeit, wenn sie intakt ist, nachher nicht eingeschränkt sein. Was man wissen muss, ist, dass es in der Datenlage 10-20% der Frauen heutzutage nicht stillen können. Mhm. Also das Implantat, die können nachher dann natürlich können auch nachher nicht stillen, können vorher nicht stillen. Also insofern hat das Implantat eigentlich keinen Einfluss. Mhm. Jetzt gibt es dieses Schlagwort der 24-Stunden-Brust-OP, das ja wahrscheinlich auch ein Mythos ist. Ja? Also in 24 Stunden wird das nicht möglich sein, dass hier eine Heilung stattfindet. Ja, also das kostet mich mehr als ein Schmunzeln und wirklich ein Lachen. Ich glaube, als plastischer Chirurg hat man eine große Verantwortung und man muss den Patientinnen ganz klar sagen, was Sache ist. Mhm. Ich finde das so mit 24 Stunden Brustvergrößerung zu werben oder sich damit in Szene zu setzen, ich finde das schlicht unseriös und peinlich. Mhm. Ja. Das sind Operationen, da geht es um was. Das ist ja eben nicht in der Mittagspause schnell zwischendurch. Mhm. Das macht man nicht im Vorbeigehen. Da muss man wissen, worauf man sich einlässt. Und da ist natürlich nachher eine Nachsorge, ein Nachsorgekonzept wichtig, wo man wirklich engmaschig betreut nachher ist. Und das dauert mehr als 24 Stunden. Ja. Mhm. Also, wie lange ist man sozusagen außer Gefecht? Eine Woche? Es ist sehr individuell. Ja. Es gibt Patientinnen, die werden nach ein, zwei Tagen relativ fit sein. Ja. Aber genauso gibt es auch Patientinnen, die berichten, dass sie mal eine Woche oder sogar vielleicht 10 Tage noch eine Einschränkung hatten. Mhm. Und das kann man ja nicht vorhersehen, wenn man das seriös angeht. Ja. Ich kann vor der Operation nicht der Patientin sagen, sie werden 24 Stunden nur für Schmerzen haben und dann sehen sie wieder Halligalli. Mhm. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Also plastische Chirurgie, das sind Operationen, in Vollnarkose, die haben Risiken, da bedarf es wirklich mehrere Aufklärungsgespräche. Ich würde nicht sagen, dass man das in 24 Stunden erledigt hat. Vor allem, dann kommt ja der nächste Kollege und sagt, bei mir geht es in 23 Stunden und soll man dann irgendwann einmal in, weiß nicht, in unter 10 Stunden. Das kann es nicht sein. Nein. Wie ist denn das mit der Aufklärung generell? Es hat jetzt gibt's einen ganz aktuellen Fall, wo sehr viel diskutiert wird. Linda Evangelista sagt, sie wurde nicht genügend aufgeklärt. Sie hat cool Scalping gemacht, also die Fettzellen wurden ihr im Gesicht weggefroren und hier auch am Doppelkinn offenbar. Und dann hat sich das ins Gegenteil verkehrt und die Fettzellen sind gewachsen und sie sagt, sie ist entstellt. Und im Endeffekt, ohne jetzt diesen Fall zu kennen, den kennen wir alle nicht, läuft sich die Diskussion darauf hinaus, dass generell zu wenig aufgeklärt wird, was sogenannte schnelle Eingriffe betrifft. Mhm. Klären Sie ausreichend auf? Ich hoffe. Also das Thema Aufklärung ist natürlich ein ganz essentielles. Ja. Und da muss man ehrlich sagen, kann man sich in Österreich sehr froh schätzen, dass wir das Ästhetikgesetz haben seit einigen Jahren, wo einfach per Gesetz geregelt ist, wie die Behandlungen abzulaufen haben und wie viele Beratungen verpflichtend sind und welche Abstände zwischen erster Konsultation und Operation sind. Das ist insofern gut, weil es dadurch eben nicht mehr dieses Schnell-Schnell geben kann. Das heißt, man kann nicht kommen und sagen, okay, ich will morgen meine Operation haben, sondern es muss eine gewisse Abkühlungsphase geben. Und ich mache das eigentlich meinen Patientinnen und Patienten immer ganz klar, was ich in jedem Beratungsgespräch sage: Heute war mal das erste Kennenlernen und jetzt machen wir wieder 2 Schritte zurück. Jetzt überlegen Sie sich das in Ruhe und wir sind ja immer da, wenn Sie starten wollen. Mhm. Ja? Also ich möchte nicht dem Patienten diesen Druck geben. Also wann machen wir das jetzt? Wann wollen Sie drankommen?
Das ist ganz ein falscher Zugang. Mhm. Ja. Ich mache lieber mehrere Termine, mehrere Gespräche, wo man wirklich dann auch sich kennenlernt, wo man auch herausfinden kann, ist die Erwartungshaltung vom Patienten und von der Patientin überhaupt zu erfüllen. Mhm. Auf den konkreten Fall von der Evangelista. Ja. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, über Fälle zu reden, wo man nicht das medizinische Fachwissen hat. Mhm. Ja. Wir wissen beide jetzt nicht 100%, was da passiert ist. Mhm. Es ist nur über die Medien kommuniziert. Wer weiß, ob da es Nebenwirkungen sind, Interaktionen mit Medikamenten oder es gab andere Probleme. Lässt sich sehr schwer objektiv beurteilen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber dass eine Aufklärung ganz essentiell ist, darüber gibt es keine Diskussion. Also sie sagt ja, man hat sie eben nicht darüber aufgeklärt, dass so etwas möglich sein kann. Ja, das ist zwar selten, eine seltene Nebenwirkung, aber es kann sein. Und das ist eigentlich ihr Kritikpunkt, weil sie sagt, hätte sie gewusst, dass es auch nur 4 von 100.000 sein können, dann hätte sie es nicht gemacht. Ja. Was ich mir so vorstellen kann, ist bei ihr, ist, dass sie halt dieser klassische Fall ist vom Promi-Patienten. Mhm. Und Promi-Patienten, da ist vielleicht ein bisschen mal was schneller gegangen, weil die ist so berühmt und das müssen wir perfekt machen, dass da irgendwas dann gerade einmal, aber wenn man in der Ausbildung lernt, man gerade diese Patienten muss man besonders gut aufklären. Also das heißt, Fazit, Zeit nehmen auch ist das Wichtigste. Für den Patienten und dem auch Zeit geben, zu reflektieren, will ich das jetzt wirklich machen? Worauf lasse ich mich überhaupt ein? Worauf lasse ich mich ein? Ja. Und das gilt ja für alle Eingriffe. Genau, und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Patienten nicht etwas im Sinne von verkauft oder irgendwie beschönigt darstellt, sondern oft einfach wirklich ganz klar die Faktenlage sagt, auch wenn das schmerzhaft ist. Und auch, man muss auch sagen, das Risiko besteht, dass die Narbe mal weniger schön ist. Es besteht auch das Risiko, dass das so und so werden könnte, weil ich möchte mir nicht eben nachher sagen lassen, sie haben mir das nicht gesagt. Mhm. Und es gibt jeder plastische Chirurg sicherlich sein Bestes. Mhm. Es gibt aber leider manchmal Reaktionen auf ein Nahtmaterial oder was, das ist nicht vorhersehbar. Das heißt, es kann natürlich immer irgendwas sein, das ganze Leben, aber es kann einem auch ein Stein am Kopf fallen, wenn man jetzt aus dem Haus geht. Ich glaube, man muss den Patientinnen und Patienten einfach ganz ehrlich, unverblümt die Wahrheit sagen, worauf sie sich da einlassen. Weil als Nichtmediziner ist man durch die Medien manchmal vielleicht ein bisschen auch hingerissen, etwas sich machen zu lassen. Das ist ein gutes Stichwort, auch durchs Internet und vor allem durch die sozialen Medien ist man sehr leicht hingerissen, weil man halt nicht ganz diesem Ideal entspricht, das hier ununterbrochen gezeigt wird. Ja. Die sozialen Medien zeichnen ja ein Schönheitsbild, das eigentlich unrealistisch ist, weil natürlich sehr viel geschönt wird und retuschiert wird und gefakt wird. Spüren Sie das als Chirurg, als Arzt? Werden an Sie Wünsche herangetragen? Ich sage jetzt mal, eine Nase wie Kim Kardashian oder ein Hintern wie Kim Kardashian. Ist sowas tatsächlich, ist der Bedarf da? Der Bedarf, also es ist sicherlich der Fall, dass die sozialen Medien, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, wie das alles heutzutage heißt, das ist ja nicht unbedingt das echte Leben. Ja? Und warum meine ich das so? Weil Filter oder auch der beste plastische Chirurg ist ein Make-up-Artist, ja? Mit Make-up und solchen Sachen kann man sehr, sehr viel Effekt erzielen, was dann bei der Zielgruppe Wünsche weckt, die oft nicht zu erfüllen sind und die auch sehr unrealistisch sind. Ja. Also da hat man als plastischer Chirurg schon eine große Verantwortung, dass man dann mal sagt, hey, stopp, das funktioniert so nicht, bleib mal in der Realität. Ja. Man kann kleine Verbesserungen kann man schon erzielen und das kann man optimieren, aber man darf die Realität nicht vor den Augen verlieren. Das, was an Instagram und diesen Medien besonders interessant ist, dass sobald etwas schön vorgetragen wird oder in einem schönen Design oder Layout vorgetragen wird, wird das ja sofort als kompetent wahrgenommen. Und
ich glaube, das ist das größte Problem der sozialen Medien, dass da teilweise komplett inkompetente Leute in ihren Kanälen mit einer irren Reichweite, weil sie schön darstellen, kompetent wirken, aber eigentlich kein Know-how dahinter ist. Mhm. Ja, also da muss man schon aufpassen. Mhm. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Mhm. Und hat das aber, hat sozusagen das Schönheitsbild aus den sozialen Medien das allgemeine Schönheitsbild verändert? Also es spielt auf jeden Fall mit rein, ja, weil das, was man tagtäglich sieht, das geht einem letztendlich dann irgendwann mal unter die Haut und es hat sicher eine Beeinflussung, ja, ganz klar. Also das heißt schon schmale Nasen, große Lippen, großer Busen. Es spielt ganz sicher eine Rolle. Was man bei diesen große Lippen und solche Sachen nicht unterschätzen darf, ist, durch eine Behandlung, ja, ändert sich die Selbstwahrnehmung des Körpers. Mhm. Ja, und das wissen viele nicht. Das heißt, gehe ich mir einmal die Lippen aufspritzen, sind die nachher ein bisschen größer oder die Form ist perfektioniert, kleine Unregelmäßigkeiten sind ausgeglichen. Man schaut sich dann nachher zu Hause in den Spiegel und man nimmt den neuen Ist-Zustand als normal an. Mhm. Das heißt, die haben die Lippen etwas behandelt, etwas größer und nach 3-4 Wochen sind sie wieder zu klein. Genau, weil das als normal angenommen wird, weil das Hirn einfach so darauf programmiert ist, das ist der Ist-Zustand, das ist mein neues Normal. Und das ist einer der Gründe, warum diese immer größeren Lippenaugmentationen entstehen, warum die Brustimplantate, zweite, dritte Operation dann teilweise der Fall ist, wo man sagt, okay, ich will noch größer, weil man sich einfach an den Ist-Zustand so sehr gewöhnt hat und es im Menschen drin ist, dass mehr einfach besser ist. Aber müsste dann der Arzt nicht sagen, stopp, jetzt schaust einfach nicht mehr gut aus? Ich glaube, dass also der Arzt macht das der schon. Der Arzt macht das schon manchmal oder oft. Ja. Man musste aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das persönliche Schönheitsideal und den Wunsch der Patienten, das sind zwei Paar Schuhe. Ja. Und es ist manchmal nachvollziehbar, es ist manchmal für mich auch nicht nachvollziehbar, wenn es aus gesundheitlichen Gründen jetzt kein Problem darstellt, ja, und auch im Sinne der Nachhaltigkeit, ja, also wenn ich sage, okay, ein bisschen größer wird der Patientin keine Probleme machen langfristig, dann kann man es machen, finde ich. Was ich nicht so der Fan bin davon ist, wenn man sagt, okay, wir machen zum Beispiel eine Brustgröße, wo ich schon weiß, dass wird Rückenschmerzen geben, das kann nicht lange gut gehen. Da sage ich dann schon nein. Ja, da sage ich, na, seid zufrieden, wie es ist. Das ist ein sehr schönes Ergebnis. Es ist nachhaltig. Man ist zufrieden, man hat keine Einschränkungen langfristig. Es wird zufriedenstellen. Und dann rate ich auch davon ab. Du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt, nämlich, dass sich die Selbstwahrnehmung ändert nach einem Eingriff. Das betrifft ja natürlich auch Botox, Hyaluron, Unterspritzungen, sage ich jetzt einmal. Jetzt sieht man oft diese, also ich sage das jetzt sehr platt, Watschengesichter, sage ich ein bisschen, ja, die schon so aufgegangen sind durch sehr viele Unterspritzungen. Und viele dieser Patientinnen finden sich aber sehr schön. Und das resultiert offenbar aus dieser Selbstwahrnehmung. Ja, also gerade bei Volumensveränderungen im Gesicht muss man sehr aufpassen. Ja? Und dass es eben nicht zu diesen aufgeschwollenen Gesichtern kommt. Ist aber auch wieder komplex zu erklären. Viele dieser Gesichter entstehen dadurch, dass man zum Beispiel eine Behandlung macht durch einen Arzt des Vertrauens, aber der beherrscht halt nur die Volumenszugabe und der kann gar nicht zum Beispiel die Straffung anbieten. Das heißt, der wird dann immer wieder spritzen. Richtig. Also das sollte man sich vielleicht manchmal auch eine Zweitmeinung einholen, weil der Arzt, der quasi nur mit Spritze macht, der wird vielleicht nicht das Know-how haben für die Operation. Und dann entstehen halt die Gesichter, die immer mehr und mehr werden. Ja. Wie gehst denn du an sowas heran? Also wenn jetzt an dich der Wunsch herangetragen wird, Herr Doktor, ich würde einfach gerne 10 Jahre jünger aussehen. Ja, also ich empfehle an den Kollegen Dr. David Copperfield aus den USA. Den gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, okay. Nein, also man muss da ganz klar die Grenzen aufweisen. Ja, also zaubern geht nicht. Ist nicht möglich. Aber 5 Jahre gehen, oder?
Es ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich sogar 10 Jahre möglich, ja? Aber es ist dann immer so ein Grat zwischen, man muss auch das Finanzielle sehen. Ich hatte mal eine Patientin, die hat ein sehr großes Erbe angetreten und die war, ich glaube, um die 60 und die hat gesagt, machen Sie, was geht. Jetzt investiere ich in mich. Genau, machen Sie, was geht, sie investiert jetzt in sich und ich finde, die hat wirklich nach einem Jahr ohne große Operation, nur mit konsequenten kleinen Behandlungen, ist ein Ergebnis erzielt worden. Also die hat wirklich 10 Jahre jünger ausgeschaut, ohne unnatürlich auszusehen. Aber jetzt würde ich gerne wissen, was für Behandlungen das sind. Das ist oft eine Kombination aus mehreren Behandlungen. Mhm. Das heißt, es fängt an, mal erster Step etwas Botox, nächster Step vielleicht ein bisschen Hyaluronsäure dazu, dann eine kleine PRP-Behandlung. Was ist PRP? Protein-Rich Plasma. Vampirlifting, Eigenblutbehandlung und dass man dann zum Beispiel Kleinstoperationen macht, Augenlider, die Augen ein bisschen größer. Da kann man mit wirklich kleinen Tricks schon sehr schöne große Effekte erzielen, wo man trotzdem komplett natürlich ausschaut. Mhm. Ja. Aufs Botox möchte ich auch noch zurückkommen. Da wurde eigentlich auch nichts Besseres erfunden, oder? Das gibt es ja schon, weiß nicht, 30 Jahre. Also Botulinumtoxin also ist sehr in der Literatur schon über 100 Jahre. Ja, über 100 Jahre, aber für die Schönheits- sozusagen Unterspritzungen, für die Straffung wird seit, ich glaube, 30, 35 Jahren ist das zum ersten Mal so in den Medien aufgekommen. Damals galt es noch als brandgefährlich, weil man nicht wusste. Man wusste nur, es ist ein Nervengift. Genau. Aber da gibt es jetzt keinen. Ich sage jetzt mal, kein Nachfolge-Botox, dass das weniger scharf oder schwierig ist in der Anwendung. Aber man muss beim Botulinumtoxin, das muss man ein bisschen entschärfen, also dass das so giftig und so böse ist. Ist es nicht. Nein, weil es ist immer die Dosis. Ja? Und man könnte das Fläschchen Botulinumtoxin genauso trinken und es wird nichts passieren. Ja? Weil, wie beim Alkohol, nur die Dosis macht das Gift. Und warum gibt es nichts Besseres? Weil es eben das Toxin ist, die Substanz ist, das pharmazeutische Mittel, das die Muskeln relaxiert. Und der Wirkungsmechanismus, was die wenigsten wissen von Botulinumtoxin, es ist ja nicht, dass das in die Haut gespritzt wird und die Haut behandelt, sondern es wird den Muskel. Richtig, es wird die anatomische Struktur, die Muskeln, das Muskelgewebe. Und im Muskelgewebe wirkt es auch. Mhm. Es wirkt im Muskelgewebe meistens nach 2-3 Tagen, weil in der Zeit es sich im Muskel ausbreitet und der Muskel durch den Nerven nicht mehr angesteuert werden kann. Mhm. Das heißt, es ist eine Signalübertragung, die wird blockiert. Mhm. Bewegt sich der Muskel nicht, bewegt sich die Haut nicht, kann sich diese erholen. Ja? Mhm. Und das ist das Wirkungsprinzip von Botulinumtoxin. Mhm. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, dass die Haut gestraft wird, sondern... Richtig. Der Muskel drunter wird ruhig gestellt und dadurch wird keine Mimik zugelassen. Genau. Und deshalb ist aber die Dosierung auch so wichtig, nicht? Damit die Mimik ja erhalten bleibt, die nötig ist. Bis zu einem gewissen Grad erhalten bleibt, richtig. Ja, das ist sicherlich oft eine Gratwanderung und man muss einfach so wissen, in welcher Körperregion, in welchem Teil vom Gesicht darf ich Botox anwenden, wo ist das sicher? Und wo gibt es bessere Alternativen? Was wäre zum Beispiel eine bessere Alternative als Botox? Eben dann zum Beispiel in einer anderen Gesichtsregion, dass man das mit Hyaluronsäure macht. Mhm. Ja. Und Hyaluron spritzt aber auf, also das heißt, das unterlegt die Haut mit Polster. Grundsätzlich zwei komplett unterschiedliche Substanzen. Mhm. Das eine wirkt pharmakologisch, also es macht eine Reaktion, ist ein Medikament. Und das andere, Hyaluronsäure, ist ja nicht einmal ein Medikament, das ist nur ein Medizinprodukt, das lediglich, wenn man so will, Volumen gibt. Ja? Mhm. Und da muss man halt wissen, wo setze ich das Volumen, dass es natürlich wirkt. Jetzt kann man Hyaluron ja auch von außen zuführen. Mhm. Wirkt das ähnlich? Wahrscheinlich nicht. Wenn man dran glaubt. Ja, also jedenfalls, wenn man es spritzt, ist die Dosis natürlich um ein Vielfaches stärker. Und naja, es ist, ich glaube, das sagt der Hausverstand. Mhm. Ich kann mir Hyaluron-Tabletten gerne einwerfen, aber warum soll die dann genau sich da wirken, lokalisieren und auch dort in der Konzentration sich plötzlich anreichen? Aber ich könnte mir Hyaluron hier auftragen zum Beispiel. Dann wird es im
Prozent- bis Promille-Bereich wirken. Das ist desillusionierend. Nein, also... Nein, aber ja, es ist einfach so. Das ist ja das Schöne, dass gewisse Fakten sind einfach Fakten. Das ist so. Wohin geht denn die Tendenz, ich möchte ja gar nicht von Trend sprechen, die Tendenz beim Anti-Aging, wobei Anti-Aging ist ja auch so ein Wort, Anti-Aging gibt es ja nicht, beim Better-Aging vielleicht. Man möchte zusehends, habe ich so das Gefühl, natürlich und nicht gemacht ausschauen. Ja? Während ja zum Beispiel in Amerika die meisten stolz drauf sind, dass sie etwas gemacht haben und auch ganz offen drüber sprechen. Ja, ja. Also da gibt es sicherlich zwischen den beiden Kontinenten gravierende Unterschiede, ja, also keine Frage. Was Trend in Amerika ist, das kann bei uns teilweise gar nicht am Radar sein, weil die oft einen ganz anderen Zugang haben, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, bei denen ist es auch teilweise schon so ein Statussymbol, was man sich genau, nicht alles machen lassen kann. Genau, das kann ich mir leisten und das richtig kann ich machen. Und das will man dann halt auch herumtragen. Ob das der richtige Zugang ist, das muss eben jeder für sich persönlich entscheiden. Es gibt Trends, die sich versuchen, in Europa durchzusetzen, aber meines Erachtens auch nicht wirklich Fuß fassen. Das Brazilian Buttlift, was noch bis vor, sag ich mal, ein, zwei Jahren, also eine der gehyptesten Operationen in den USA ist, ich glaube, das hat sich bei uns nie wirklich durchgesetzt. Das ist nicht die Nachfrage da. Da gibt es kulturelle Unterschiede, da gibt es Unterschiede in den Körperkulturen. Ich glaube auch, das hängt teilweise mit der Fast-Food-Gesellschaft und dass Europa doch eher ein bisschen gesünder mittlerweile ist zusammen. Also das sind sehr große Unterschiede da. Was sind denn so die beliebtesten Eingriffe bei Frauen, sage ich jetzt einmal? Also ich beliebteste ist, oder sagen wir das häufigste, wird sicherlich sein Botulinumtoxin von den minimalinvasiven Eingriffen. Das ist ein Eingriff, der zig Millionen Mal jährlich durchgeführt wird. Wenn wir jetzt zu den Operationen gehen, wird die Brust-OP relativ vorne sein, gefolgt Fettabsaugung, weil das bei den Männern auch gefragt ist. Ja, das werden so die häufigsten Sachen sein. Lidstraffungen? Lidstraffungen, Männer und Frauen. Also alles, wo Männer und Frauen im Spiel sind, ist natürlich dann gleich mal doppelt so viel. Und die Männer haben zugelegt, nicht? Was das Körperbewusstsein betrifft. Die Männer holen langsam auf, richtig. Da gibt es jetzt sicherlich auch die Generation, sage ich mal 50 plus, die vielleicht früher nie daran gedacht hätten, aber jetzt dann doch sagen, naja, der Bauch könnte doch ein bisschen straffer sein und ich mache eh so viel Sport und ich bin 50, aber ich fühle mich wie 40. Da kann man schon ein bisschen nachhelfen, ja. Aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass man vorher abnimmt, oder? Weil also ganz ehrlich, das Thema Ernährung und Sport ist einmal die Basis. Ja? Also das ist sicherlich immer der erste Ansatzpunkt. Und dann kann man, wenn man das ausgereizt hat, dann kann man natürlich noch ein bisschen nachhelfen. Thema Fettabsaugungen machen Sie auch? Ja, ja? Klar. Ist eine sehr, sehr häufige Behandlung, weil, wie gesagt, Männer und Frauen da relativ im gleichen Ausmaß mittlerweile kommen. Wie gesagt, bei den Männern ist der Bauch sicherlich die Problemzone oder auch in den Hüften ein bisschen. Bei den Frauen eher so Reiterhose und auch Bauch. Ist, wie gesagt, auch letztendlich durch die ganzen Schönheitstrends gibt es die Nachfrage. Ja. Was machst du denn eigentlich am liebsten als Arzt? Also man muss sich das ja, glaube ich, so ein bisschen vorstellen, du bist ja auch ein Handwerker. Ja, ein sehr, Chirurgie ist ein Handwerk. Ja, genau, sehr feines Handwerk. Ja. Sind das dann eher die großen OPs, die natürlich interessanter sind als die kleinen Eingriffe wie Lieder? Ja, also ehrlich gesagt, natürlich sind die Operationen die interessantesten, die ein bisschen eine Herausforderung sind. Die interessantesten Operationen sind eigentlich die Operationen voroperiert, woanders operiert, im Ausland operiert. Und es ist vielleicht nicht ganz optimal oder auch manchmal komplett schief gegangen und da dann den Patienten einen Weg aus dieser Misere zu zeigen, ist oft relativ spannend.
weil das auch die Operationen sind, das ist meistens nicht in einer Operation getan, sondern muss man sich wirklich ein Konzept ausarbeiten, noch intensiver mit dem Patienten aufklären und wo man dann sagt, okay, also das war die Situation vorher, das ist jetzt, aber dort wollten sie eigentlich hin und wie können wir das erreichen? Mhm. Und das macht also dem Patienten, jetzt wenn man es will, keinen Spaß. Für mich ist es der Spaß an der Arbeit, weil das doch das Forderndere ist und man sich da mehr Gedanken machen muss, man muss sich mehr ein Konzept machen, man muss noch genauer abmessen und das ist schon eine Herausforderung, das macht ein bisschen Spaß. Ja, ja, jetzt hat man aber das Gefühl, du hast generell sehr viel Spaß an dem, was du machst. Ja. Wir haben vorhin auch gesprochen, du arbeitest ja auch im Spital, du arbeitest in der Praxis, du operierst viel, hast du gesagt. Ja. Wie bekommst du denn den Kopf frei von dieser doch sehr fordernden Materie? Machst du viel Sport, nehme ich an, und ziehst dir an? Danke, ich könnte noch mehr machen. Nein, aber also ich muss sagen, das große Glück ist, dass ich die Arbeit eigentlich nie so als Arbeit eben empfinde, sondern dass es einfach eigentlich das ist, was ich immer machen wollte. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit. Man lernt immer wieder neue, interessante Leute kennen. Man lernt auch sehr viele interessante Persönlichkeiten kennen, wo man sich zum Beispiel nie gedacht hätte, dass man den mal trifft, persönlich. Also ich kann jetzt da keinen Namen nennen, aber ich habe da Leute kennengelernt, die man eigentlich sonst nur aus den Medien sieht oder kennenlernt. Weil einen guten Arzt braucht man immer. Richtig. Und das ist ja, das ist wirklich interessant, wenn dann zum Beispiel jemand vor dir steht und du siehst, boah, das ist der so und so viel der reichste Mensch der Welt. Und dann denkst du, was macht der jetzt hier bei mir in meiner Praxis? Ja, der kann sich meine Praxis kaufen. Ja, ja und, aber, da, ey, aber nicht das Know-how. Richtig, ja. Und das sind schon, muss ich sagen, Erlebnisse, wo man sich denkt, hey, cool, da macht die Arbeit Spaß. Oder wenn zum Beispiel mal dann eben wenn man mit diesen Leuten Kontakt hat und die rufen einen an und sagen, hey, ich brauche das und das. Und das ist schon, das macht mich immer noch teilweise sprachlos und ist immer noch ein Erlebnis, muss ich sagen. Ja. Aber das passiert ja dann auch an Wochenenden und an Feiertagen. Und also hat man als Arzt wie du eigentlich sowas wie ein Privatleben? Es gibt ein Privatleben, aber das kommt wahrscheinlich, wenn man es will, oft zu kurz, ja, weil natürlich muss man permanent erreichbar sein. Ja. Also das Handy ist immer an, ja. Jetzt ist gerade auf lautlos, aber ich kann darauf hinschauen. Mhm. Man muss erreichbar sein, nicht weil es um einen Notfall geht, sondern weil für die Patienten irgendeine Frage vielleicht brennt, die jetzt nicht lebensnotwendig ist, aber für die Patienten ist lebensnotwendig oder die sehen es als besonders wichtig und da muss man SMS, WhatsApp zurückrufen, E-Mail schreiben. Gott sei Dank habe ich ein großes Team, was mir sehr viel Arbeit abnimmt. Darum gibt es dann schon noch ein bisschen Zeit zum Tennis spielen und ab und zu eine Runde Golf. Du läufst vielleicht auch? Oder? Laufen gehe ich ganz gerne und Skifahren ist halt auch ein großes Hobby im Winter. Also das heißt, Bewegung ist das Um und ja, Auf? Ja, schon. Also der Körper in Bewegung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann bleibt man auch länger fit. Insofern ein Vorbild auch für deine Patientinnen und Patienten. Ich gebe mir Mühe, also ich schaue auf meine Ernährung, ich schaue, dass ich mich halbwegs gesund ernähre und die Kombi mit Sport ist sicherlich das Wichtigste. Und jetzt muss ich dich noch was fragen, das interessiert mich. Du hast so viel mit ästhetischer Chirurgie zu tun. Ich meine, du schaust perfekt aus, ich wüsste jetzt nicht, was ich an dir ändern würde wollen, aber denkt man sich da auch als Arzt manchmal, ich könnte das oder das, könnte ich jetzt eigentlich machen? Das ist ja nur ein kleiner Stich oder so. Also der Gedanke, den hat man sicherlich oft im Hinterkopf. Ich muss sagen, ich sehe das, ich habe ein paar männliche Patienten, die sind in meinem Alter. Und die sind vor 10 Jahren das erste Mal zu mir gekommen und haben mit Botulinumtoxin, mit Botox angefangen. Und jetzt denke ich mir, Mist, der hat doch weniger Falten als ich. Tatsächlich. Hätte ich nur angefangen rechtzeitig. Ja. Also, ich glaube, man muss sich im eigenen Körper wohlfühlen und dann, das ist das Wichtigste. Aber das heißt auch, man kann nicht früh genug beginnen, höre ich da raus jetzt, mit Botox. Es ist sicherlich der Trend da und es ist sicherlich, wenn man so will, smart, Falten gar nicht entstehen zu lassen, als diese wieder wegzumachen. Weil, wie gesagt, ich sehe das anhand mancher Patienten,
die haben die Falten nie bekommen. Mhm. Ja. Aber die müssen natürlich auch immer wieder nachspritzen. Die müssen in regelmäßigen Abständen kommen. Ist natürlich auch eine Kostensache, aber wenn man es sich leisten kann, ist es wahrscheinlich nicht ganz so falsch. Mhm. Das heißt, schon in den späten 20ern oder so um die 30 rum? Ja, die kommen teilweise sogar mittlerweile jünger. Mhm. Ist nicht falsch sozusagen oder kann jetzt nicht nach hinten losgehen? Nein, kann nicht nach hinten losgehen und ich vergleiche das immer ganz gerne damit. Es gibt ja sehr viele berühmte Schauspielerinnen, wo man sagt, wow, die heilt sich so toll und die schaut immer noch so jung aus und schaut so gut aus. Was man da oft nicht weiß, ist, dass die zum Beispiel schon mit 35 oder 40 hat ein kleines Facelift machen lassen. Dann ist sie mal 3-4 Wochen auf Urlaub gewesen. Es hat niemand mitbekommen, die abrupte Veränderung, aber es hält halt für eine gewisse Zeit und der Alterungsprozess ist quasi passiert. Mhm. Und das ist ein Trick, mit dem viele heutzutage arbeiten. Das heißt, die ästhetische Behandlung durchführen zu lassen, bevor es irgendwie wirklich schlimm ist. Schlimm ist auch relativ, ja. Aber bevor eine Veränderung auffallen würde, bevor es ein Vorher-Nachher gibt. Mhm. Das heißt, dass man gar nicht anders wahrgenommen wird. Man wird nicht anders wahrgenommen. Und das ist dann, sind dann viele Schauspielerinnen, wo man sagt, das gibt es nicht, dass die noch so gut aussieht. Und die schaut immer noch so gut aus und schaut besser aus als je. Mhm. Da ist auch ein bisschen nachgeholfen worden. Mhm. Also das heißt, das Wunder der Natur gibt es nicht. Also wurde noch nicht erfunden. Nein, nein, nein. Die Schwerkraft siegt offenbar. Und die Schwerkraft ist auch relativ gerecht, wirkt bei allen relativ gleich. Mhm. Ja. Gibt es noch etwas, was du deinen Patientinnen, deinen Patienten mitgeben möchtest? Eine Art Lebensphilosophie vielleicht? Ich glaube, es ist für alle Patientinnen und Patienten wichtig, dass wenn sie sagen, sie möchten etwas verändern oder sie haben das Bedürfnis danach, dass sie sich einmal sehr gut darüber informieren, ja, und Informationen vom Experten holen und nicht aus irgendeiner Internet-Webseite oder irgendeinem Internet-Video, was halt nur schön ausschaut, sondern einfach wirklich die Fachliteratur heranziehen, einen ordentlichen Aufklärungsbogen bekommen, wo auch vielleicht die unschönen Sachen drinnen stehen, aber dass man nicht alles durch die rosa-rote Brille nur sieht, sondern sich wirklich die Fakten anschaut, ein wirklich nachhaltiges und ganzheitliches Aufklärungsgespräch bekommt und sich dann überlegt, ob ich das wirklich machen möchte. Ja? Mhm. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man sowas machen möchte, ist, dass man mit einem guten Bauchgefühl, ja, also es muss die Sympathie zum Arzt da sein und sagen, ja, bei dem Arzt habe ich ein gutes Gefühl, der wird das gut machen. Es gibt viele gute plastische Chirurgen. Ich glaube, es muss so, das Intermenschliche muss stimmen und das Fachliche sowieso. Mhm. Dann fühlt man sich bei dir gut aufgehoben. Ich hoffe das Gefühl. Ich hoffe es. Habe ich. Vielen Dank, lieber Markus. Es war sehr, sehr interessant. Cool. Ich glaube, es war auch für euch sehr interessant und ihr konntet euch viel mitnehmen. Dr. Markus Handl, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nächstes Mal.